Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Und wir wollen uns heute mal dem Thema widmen, Thermalmanagement im Elektroauto, respektive macht es überhaupt Sinn, eine Wärmepumpe im Elektroauto zu haben? Und dafür haben wir uns mal folgende Gliederung überlegt. Zum einen, wie heizt das Elektroauto eigentlich im Vergleich zu einem Verbrennerfahrzeug? Wie funktioniert die Wärmepumpe einfach als Wärmepumpe? Was ist die Besonderheit der Tesla Octo-Valve im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen? Und ganz final, und das ist auch für euch entscheidend, lohnt es sich überhaupt, den Mehrpreis teilweise für eine Wärmepumpe zu bezahlen? Und da ihr ja, wie ihr ja wisst, nicht der absolute Tech-Experte bin, habe ich mir natürlich wieder einen Experten beiseite geholt. Und ihr kennt ihn aus schon mehreren Videos inzwischen, den lieben Martin Hund. Hallo Martin, herzlich willkommen. Moin. Hallo Olli, ich grüße dich. Ja, heute mal mit einem tosenden Applaus. Ich fühle mich geehrt. Ja, danke schön. So soll es ja auch sein. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Ich mache dich mal hier in die richtige Größe und setze mich mal auf deine Rückbank und übergebe dir das Plenum. Super, vielen Dank. Ja, heute sitze ich wieder bildhaft im Tesla. Und ja, wie du schon eingeleitet hast, möchten wir gerne darüber sprechen, wie das eigentlich jetzt gerade in dieser Jahreszeit ist mit dem Heizen im Elektroauto. Das hat ja sowieso wenig Energie und dann wird die auch noch verballert fürs Heizen. Die Reichweite geht runter. Was hat es damit eigentlich auf sich? Weil beim Verbrenner war das natürlich durchaus einfacher gewesen. Da hatten wir ja die Situation, der Motor produziert Abwärme ohne Ende, mehr als einem eigentlich lieb ist. Und die kann man natürlich super verwenden, um das Auto auch zu heizen, quasi zum Nulltarif. Und wenn man es kühlen möchte, naja, dann muss man halt mit einer Klimaanlage, Klimaaggregat mit an den Motor anschließen. Das erzeugt entsprechend auch Kälteenergie und die kann man natürlich dann auch verwenden. Bei einem Elektroauto habe ich natürlich diese Abfallprodukte nicht. Da muss ich im Grunde genommen eine Heizung einbauen, die mit dem Motor ansonsten erstmal überhaupt nichts zu tun hat, sondern die einfach nur warme Luft in das Auto reinbläst. Also im Grunde genommen, sage ich mal, ist das ein Föhn, den ich einfach in den Luftkanal einbaue und der braucht natürlich Strom. Und wenn ich kühlen möchte, brauche ich quasi ein separates Gerät, was eben die Kälte erzeugt. Und wenn ich schon bei einem Elektroauto aber diese Dinge einbaue, dann macht es natürlich Sinn, es gerade so zu machen, dass ich damit nicht nur entsprechend ja, den Innenraum temperiere, sondern dann wird das Ganze ausgebaut zu einem sogenannten Thermal Management oder Thermomanagement, was nichts anderes ist wie die Kombination von Heizen und Kühlen, nicht nur für den Innenraum, sondern eben auch für den Akku, für den Motor, für das Ladegerät, für das AC-DC-Gerät. Und der Witz ist, dass ich das so miteinander verschalten kann, dass ich Kühlen und Heizen eben für alle diese Geräte sicherstellen kann. Das jetzt mal soweit zu diesem Thema. Jetzt geht es mal um die Wärmepumpe. Alle sagen ja jetzt, die Wärmepumpe ist ja das heilige Gral des Energiesparens, gerade im Winter. Und bevor wir uns diesem Thema widmen, sollten wir erstmal ganz kurz mal abtauchen in die Physik und verstehen, wie so eine Wärmepumpe eigentlich vom Grundprinzip her funktioniert. Und zwar macht die Wärmepumpe sich zunutze ein physikalisches Prinzip. Jegliche Flüssigkeit, wenn sie Energie aufnimmt, verdampft sie, zum Beispiel Wasser, wenn ich es koche, wird es zu Wasserdampf. Und wenn das dann wieder kondensiert, das kennt jeder, der sich mal nach dem Duschen den Badezimmerspiegel anguckt, da schlägt dann das Wasser auf und wird wieder flüssig, es kondensiert und gibt sozusagen diese Wärmeenergie wieder ab, wird wieder flüssig und das ist wie so ein Kreislauf. Und wenn ich das jetzt nicht im Badezimmer mache, sondern in einem Wasserrohrsystem oder in ein Leitungssystem entsprechend einbaue, dann sieht das Ganze so aus. Da habe ich die Stelle, wo das Wasser verdampft wird. Da gibt es ein Gerät, das heißt Verdampfer. Und da, wo das Wasser die Energie wieder abgegeben wird, wo das Wasser kondensiert, das nennt sich Kondensator. Und damit der Ganze daraus ein Kreislauf entsteht, gibt es da oben einen Kompressor, der im Grunde genommen das Gas ja wie so eine Pumpe durch das System pumpt. Und hier oben ist es gasförmig und hier unten ist es flüssig.
Links wird Energie aufgenommen und rechts wird Energie abgegeben. Das ist erstmal das physikalische Grundprinzip, was man sich hier an dieser Stelle zunutze macht. Wir kennen das Ganze zum Beispiel auch aus dem Kühlschrank. Im Kühlschrank sieht es so aus, dass hier auf der linken Seite, das ist der Teil des Kühlschranks, der im Inneren ist, da wird die Wärme von den Lebensmitteln, die da drin verstaut sind, entsprechend aufgenommen, wird dann von dem Kompressor weitergepumpt und auf der Außenseite von dem Kühlschrank hat jeder schon mal gesehen, wenn er sich die Rückseite angeschaut hat, da ist so ein Kühlgitter, das ist der Kondensator, da wird die Wärmeenergie wieder abgegeben. Und wer jetzt hier genau hinguckt, der sieht an den Farben natürlich auch so einen Hinweis auf die Temperatur und man sieht, dass in diesem Bild mehr Energie abgegeben wird, als hier aufgenommen wurde. Wie geht das dann? Wird die irgendwo erfunden oder passiert da ein Wunder? Nee, der Unterschied ist, die Energie, die hier abgegeben wird, setzt sich nicht nur zusammen aus dem, was hier aufgenommen wurde, sondern auch aus dem, was ich als Leistung in den Kompressor, als Strom reingebe. Das heißt, die abgegebene Wärme ist gleich die Stromzufuhr an den Kompressor plus die zugegebene Wärme. Und das ist die Kernidee hinter der Wärmepumpe. Das heißt, die Wärmepumpe hat als Vorteil gegenüber dem Föhn, dem Heizelement, dass nicht nur die Energie in Wärme umgewandelt wird, die ich als Strom dem Kompressor zuführe, sondern eben auch noch zusätzliche Wärme von anderen Geräten. Und was ihr jetzt hier seht auf diesem Bild, das ist jetzt schon übertragen auf die Verwendung in einem Elektroauto. In einem Elektroauto möchte ich gerne überschüssige Energie aus dem Motor, vielleicht auch überschüssige Energie aus dem Ladegerät, überschüssige Energie aus dem Akku verwenden, um damit zusätzlich zu der Stromzufuhr zum Kompressor Wärme zu erzeugen für den Innenraum, aber auch, wenn es notwendig ist, zum Beispiel für den Akku oder den Motor und das Ladegerät. Das heißt, am liebsten hätte ich eine Möglichkeit, dass ich bei jedem einzelnen Aggregat im Auto sagen kann, soll es jetzt in diesem Moment gerade Wärme abgeben, weil es zu viel hat? Oder soll es gerade Wärme aufnehmen, weil es zu kalt ist? Und damit das in einem Elektroauto funktionieren kann, müssen alle diese Geräte mit verschiedenen Leitungen und Schläuchen so verbunden werden mit diesem Wärmepumpenkreislauf, dass ich sie mal auf die eine oder mal auf die andere Seite schalten kann. Und das sieht man auch, wenn man in so ein Auto mal reinguckt. Ich habe hier zum Beispiel ein Bild von einem Fahrgestell von einem Porsche Taycan, der hat auch eine Wärmepumpe. Und man sieht unten im unteren Teil des vorderen Stauraums, dass dort unglaublich viele Leitungen und Pumpen und Ventile sind. Das ist nichts anderes als das Verschalten aller der Aggregate hin zu diesem Kreislauf von der Wärmepumpe. Im nächsten Bild zeige ich mal, wie das Ganze bei einem Tesla Model 3 aussieht. Hier erkennt man vor allem auf der rechten Seite den riesengroßen Kompressor. Viele Menschen verwechseln übrigens diesen Kompressor mit dem Begriff der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist nicht nur dieser Kompressor, sondern die Wärmepumpe ist die gesamte Konstruktion, bestehend aus Verdampfer und Kondensator und dem Kompressor und einer Drossel, was aber nur ein ganz kleines Bauteil ist. So, hier sieht man eben diesen Kompressor. Man sieht auch an den orangefarbenen Kabeln, dass der tatsächlich von der Starkstrombatterie versorgt wird, von der Hochvoltbatterie. Und auf der linken Seite, da sieht man ein Gerät, eine Konstruktion, die sieht auf den ersten Blick erstmal etwas einfacher aus, wie diese Verrohrung von dem Porsche Taycan. Und das ist eine Erfindung, die hat Tesla gemacht, um einfach den Aufwand und die Montagekosten und die Materialkosten zu sparen von dieser komplizierten Verrohrung. Und zwar sind das im Wesentlichen drei Hauptbauteile. Das ist eine Unterplatte mit einem Vorratsbehälter. Das ist ein aufgeschraubter Faserkunststoffkasten. Und da drauf, auf der Rückseite, sitzt, und das kommt der Begriff zum ersten Mal, das sogenannte Octo-Valve. Octo-Valve leitet sich ab von dem Oktopus. Das ist der Kraken, der acht Arme hat. Und das Octo-Valve hat, wenn man unten genau hinguckt, acht verschiedene Einlässe, kann also acht Leitungen gleichzeitig schalten. Und hier ist so ein rundes Ding. Was das macht, das werden wir uns gleich nochmal angucken. Jetzt sieht das Thermalmanagement in einem Tesla folgendermaßen aus. Aber keine Angst, ich erkläre jetzt nicht jedes einzelne Bauteil im Detail, das wäre viel zu kompliziert. Aber damit man mal gesehen hat, wie das vom Grundprinzip her angeordnet ist, die grünen
Bereiche hier oben, die grünen Leitungen, das ist das, was ich eben als Wärmepumpe dargestellt habe. Da sieht man also die Fähigkeit zu kondensieren und die Fähigkeit zum Verdampfen. Man sieht hier den Kompressor. Und jetzt gibt es hier zwei Ventile. Die haben eine Besonderheit. Und zwar kann ich durch jeweiliges Umschalten dieser Ventile bei der gesamten Wärmepumpe die Richtung umkehren. Ich kann also sie so schalten, dass sie mehr heizt, und ich kann sie so schalten, dass sie kühlt. Und damit auch den Innenraum versorgt. Der rot dargestellte Bereich hier, das ist ein Niederdruckkühlmittelbereich. Das ist, kann man ungefähr vergleichen mit dem, was ein traditionelles Auto als Kühlkreislauf hat. Das ist also keine Kühlschrank-Kühlflüssigkeit, kein Kühlmittel, sondern einfach nur Wasser mit Frostschutz. Und hier werden die einzelnen Aggregate versorgt mit Wärme oder mit Kühlung, je nachdem, was gebraucht wird. Und dieses Octovalve, man sieht es hier schon angedeutet, das hat jetzt eine Besonderheit, die gucken wir uns mal im Detail an. Alleine durch Drehen dieser beiden Scheiben, die jetzt hier übereinander dargestellt sind, ist es möglich, 16 verschiedene Kombinationen zu erzeugen, wie diese Leitungen miteinander verbunden werden. Darüber kann also das Fahrzeug für jedes einzelne Aggregat entscheiden, wird es jetzt gekühlt und gibt Wärme ab, die dann wiederum im Innenraum genutzt werden kann, oder wird es geheizt, damit es auf eine Betriebstemperatur kommt. Ich kann also die Batterie kann ich heizen, gleichzeitig den Motor kühlen, gleichzeitig kann ich Wärme über den Radiator mit der Außenluft austauschen, entweder aufnehmen oder abgeben. Und alleine durch Drehen dieses mit einem ganz einfachen Zahnradmotor kann ich genau diese Möglichkeiten herstellen. Das ersetzt im Grunde genommen einen ganzen Haufen Ventile und Pumpen, die in einem herkömmlichen Aufbau verwendet werden. Das ist also durchaus eine super interessante, attraktive Erfindung. Im Prinzip merkt man als Autofahrer davon nichts, außer dass der Preis und die Herstellung einfach günstiger sind. Aber die Frage ist jetzt, lohnt sich die Wärmepumpe überhaupt? Also wie eben schon gesagt, die Wärmepumpe braucht genauso Strom wie auch das klassische Heizelement, nur dass ich eben zusätzlich auch noch Wärme gewinnen kann aus der Außenluft. Bei Temperaturen bis zu minus 10 Grad ist die Außenluft so warm, in Anführungszeichen, dass ich die Energie, die dort drin steckt, tatsächlich zum Heizen des Innenraums verwenden kann. Oder auch die Wärme aus dem Akku. Das heißt, wenn ein Elektroauto mit einem betriebswarmen Akku abgestellt wird, hat er noch für viele Stunden anschließend noch Temperatur, weil er gut isoliert ist. Und diese Temperatur kann ich zum Beispiel verwenden, um in den ersten Minuten das inzwischen abgekühlte Fahrzeug innen beim Aufheizen ja mit zu unterstützen, damit es schneller warm wird. Dadurch wird der Akku jetzt nicht ganz abgekühlt, aber er verliert vielleicht 10 Grad. Aber trotzdem beschleunigt es das Aufheizen des Innenraums. Und das ist natürlich eine Unterstützung. Das sorgt dafür, dass ein Energievorteil von der Wärmepumpe gegenüber dem traditionellen Heizelement besteht, zwischen 5% und 15%, je nachdem, ob das Fahrzeug alle Möglichkeiten der Wärmepumpe ausnutzt und natürlich auch, wie die Situation ist, die Außentemperatur und die aktuelle Temperatur im und am Fahrzeug. Sodass man sagen kann, eine Wärmepumpe lohnt sich hauptsächlich, wenn ich eine gewisse Strecke fahre. Bei kurzen Strecken muss ich so viel zuheizen, dass die Wärmepumpe kaum einen Effekt hat, weil wenn die Außentemperatur unter minus 10 Grad ist, kann die Wärmepumpe einfach keine Wärme mehr, Energie mehr aufnehmen. Das heißt, die Zufuhr der Wärme wird alleine durch die Stromzufuhr erzeugt und dann hat die Wärmepumpe einfach keinen Zugewinn mehr. Und das Ganze ist auch, wenn ich sehr sportlich fahre. Wenn ich also sehr viel Gas gebe, sehr schnell fahre, sehr hart beschleunige, hat die Wärmepumpe kaum einen Effekt, weil das sich kaum auswirkt gegenüber dem Mehrverbrauch an Strom, den ich durch diese Fahrweise habe. Dann spare ich nichts mehr. Bei längeren Strecken, wenn ich Tagespendler bin und fahre 20, 30 Kilometer, je nach Fahrzeug. Die Fahrzeuge, da ist der Effekt früher, bei anderen ist es später. Wenn die Temperaturen nicht ganz so niedrig sind und wenn ich normal fahre, dann habe ich eben diesen oben genannten Energievorteil zwischen 5% und 15%. Manche Autohersteller werben sogar mit 20 bis 25%.
Aber das hat sich ehrlich gesagt nicht wirklich bewahrheitet. Das ist ein theoretischer Wert, der in der Praxis im Grunde genommen aber so gut wie nicht erreicht wird. Und was mir auch nochmal wichtig war zu erwähnen, der Reichweitenverlust, den man im Winter bei einem Elektroauto hat, der kommt nicht im Wesentlichen durch die Heizung, sondern eigentlich mehr durch das veränderte Verhalten der Batterie bei den niedrigen Temperaturen. Das heißt, zu sagen, ich brauche eine Wärmepumpe, damit ich im Winter weiterkomme, das funktioniert nur zum Teil. Insofern kann man sagen, relativiert sich die Bedeutung von der Wärmepumpe an der Stelle schon ein Stück weit. Es ist nicht der heilige Gral, der jetzt die Reichweite eines Elektroautos verdoppelt. Und man muss sich als Autokäufer schon überlegen, lohnt sich der Mehrpreis, wenn ich die Wahl habe zu einer Wärmepumpe? Es ist nicht selbstverständlich. Ja, Martin, ganz lieben Dank. Das waren noch mal tolle Einblicke, woraus sich bei mir zwei kleine Fragen resultieren. Zum einen diese Tesla Octo-Valve. Ist das patentiert? Nutzt nur Tesla diese Technik? Beispielsweise der Volkswagen-Konzern hat der eine andere Technik. Wie ist da der Unterschied? Tesla hat zu dem Thema ein Patent angemeldet, schon vor einigen Jahren. Und aber Tesla ist ja durchaus bereit, Patente auch freizugeben. Das heißt, wenn die dort ein Patent anmelden, dann geht es denen nicht unbedingt darum, das so zu schützen, dass es kein anderer haben darf, sondern die erlauben anderen, das durchaus so zu bauen. Das Problem ist, es hat noch keiner so hinbekommen. Und es hat noch keiner die Idee gehabt, das entsprechend nachzubauen. Also ich kenne kein anderes Fahrzeug, was eine ähnliche Konstruktion hat, wobei das auch für Tesla ja schon die zweite Generation ist. Also wer sich mit der Technologie des Model 3 beschäftigt hat, der weiß, dass die erste Generation von Model 3 vor dem Refresh jetzt, die hatten ja auch kein Octo-Valve, sondern die hatten die sogenannte Superbottle. Das war bereits eine erste Generation von Vereinfachung von dieser Verschaltung. Die war aber noch komplizierter als das Octo-Valve. Das Octo-Valve wurde eingeführt mit dem Model Y und ist jetzt auch verfügbar, seit das Model 3 entsprechend die Wärmepumpe hat, seit Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres. Ja, Martin, und vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben ja auch viele Zuschauer, die in die Elektromobilität einsteigen wollen. Hast du da eine Faustformel? Kannst du da eine Empfehlung geben, wenn das gewünschte Elektroauto optional eine Wärmepumpe, beispielsweise für, meistens werden die ja so um die 700 € angeboten. Hast du da eine Faustformel oder eine Empfehlung für unsere Zuschauer zu sagen, wann lohnt es sich wirklich, da das Geld auszugeben und wann reicht es eigentlich, wenn man darauf verzichtet? Kannst du da noch mal so einen kurzen, knappen Tipp zum Abschluss geben? Ja, ich würde es abhängig machen von zwei Dingen. Das eine ist der Geldbeutel. Wenn einem der Mehrpreis nicht wirklich wehtut und man sich das leisten kann, würde ich es durchaus vorziehen, eine Wärmepumpe zu haben, weil es einfach auch den Wert des Fahrzeugs etwas pusht und auch vielleicht mal einen Wiederverkaufswert, wenn man da mit der Wärmepumpe werben kann, weil es immer noch unabhängig von der echten Wirkungsweise immer noch auch ein Kaufs- und Verkaufsargument ist. Und der zweite Aspekt ist, da würde ich gucken, wie mein Fahrverhalten ist. Also wenn ich wirklich nur damit in die Stadt fahre, 5 Kilometer und wieder zurück einkaufen und sonst eigentlich so gut wie keine längeren Strecken fahre und ich eigentlich nur einen Kleinwagen brauche, der für mich genau diesen Zweck erfüllt, dann kann man da gut und gerne drauf verzichten. Wenn ich Tagespendler bin, der wirklich 20, 30 Kilometer und mehr täglich fährt und das auch im Winter, da kann es sich auf jeden Fall dann lohnen, dass man eine Wärmepumpe reinnimmt, weil es einfach dann vom Verbrauch her ein bisschen niedriger ist. Ja, Martin, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für diese Informationen. Und ja, wir kommen auch schon zum Ende der heutigen Sendung. Ja, das war eine weitere Folge von Einfach Elektrisch. Mal mit der Information, wie funktioniert eine Wärmepumpe, wo macht sie Sinn, wo unterscheidet sich das Elektroauto vom Verbrenner. Und ich hoffe, dass euch diese Sendung gefallen hat, ihr Martin und mir einen Daumen hoch gibt dafür. Wenn ihr noch nicht Teil der Einfach Elektrisch Community seid, wäre es genau jetzt der richtige Zeitpunkt, vielleicht dazu zu stoßen, das Glöckchen zu läuten, dass ihr solche und andere Videos nicht verpasst. Ja, und dann bleibt es mir einfach nur Goodbye und auf Wiedersehen zu sagen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.